Ja, Leute, heute gibt es eine kleine Premiere, denn wir öffnen das allererste Mal ein Structure Deck hier auf diesem Kanal. Ja, Leute, ich habe bisher zwar schon einige Openings gemacht, aber bisher noch kein Structure Deck. Und ja, hier vor mir liegt das erste Structure Deck, was wir öffnen werden. Und zwar Alba Strike, das neue Structure Deck, das demnächst rauskommt. Danke an Konami, dass ich das hier früher öffnen darf. Und wir gucken uns noch gar nicht an, was hier drin ist, sondern wir gehen einfach mal Stück für Stück durch, was ein Structure Deck ist. Allgemein, Structure Decks sind immer die gleichen Karten drin, sprich, es gibt keine Überraschung, was natürlich auch der Vorteil ist an der ganzen Sache. Und als solches ist es halt gut geeignet eben für gewisse Deckthemen. Zum Beispiel das letzte Structure Deck war das Cyberstrike, war super gut eben für Cyberdrachen bzw. Cyberdark. Gibt es da Supportkarten drin, etc. Und wir haben hier Impermanence drin, was natürlich eine super starke Karte ist und sich jeder darauf gefreut hat. Doch was haben wir hier drin? Da gehen wir gleich drauf ein. Und warum ich das Ganze überhaupt hier aufmachen möchte, ist einfach, weil man hier echt sehr viel zu sagen kann und nicht nur halt, welche Karten drin sind. Und ich das Ganze eben mit euch einmal teilen wollte. So, zunächst einmal, wie immer, in jedem Structure Deck gibt es eben eine Playmat aus Papier, was schon mal cool ist. Also Spielunterlage, damit man auch die Zonen hat, damit man weiß, wie das Spielfeld aussieht. Immer sehr nett. Und hinten gibt es immer, ja, kleine Hinweise, wie man mit dem Deck kombo kann, beziehungsweise welche Karten man noch zusätzlich zu diesem Deck packen kann und auch in welchem Set die drin sind. Immer sehr nice und sehr cool hier. Sogar Story drin, wusste ich gar nicht. Sehr, sehr nice. Und, da war die Kartenliste, die ich jetzt vielleicht ein bisschen gespoilert habe. Aber wir wollen das hier Stück für Stück angucken und natürlich auch in voller Gänze einmal sehen. Hier ist das Ganze und wir zoomen natürlich erstmal hier rein und wir sehen ja schon gleich eine Ultra Rare. Denn ja, Leute, hier sind nicht nur Kamins oder ähnliches drin, nein, hier sind auch Ultra Rares drin. Und ich meine auch sogar Super Rares und suche den, den Anfang. Der ist doch hier, genau. So, hier ist der Anfang. So, so. Und wir gehen das Ganze durch. Ja, dieses Deckthema basiert, versteht sich natürlich auf eben dem wunderschönen, wunderschönen Fusionsthema und von Albas. Und das Coole ist, hier ist eben neue Supportkarten drin, sprich, hier sind nicht nur bekannte Karten drin, sondern eben auch Reprints drin. Das hier zum Beispiel sind halt eben neue Karten und vor allen Dingen auch das Fusionsmonster. Ihr seht hier schon einfach mal, ja, ne, warum nicht, einfach mal 5 Ultra Rares, nice, nehmen wir mit. Und wir gehen natürlich erstmal hier auf dieses Fusionsmonster ein, denn das ist ein sehr starkes Fusionsmonster. Brauchen Gefallen von Albas, okay, ist logisch, ne? Gehört zu dem Deckthema, ist irgendwie logisch. Und ein Fusionsmonster, Synchro, Exit oder Linkmonster, sprich sehr flexibel und sehr, sehr nice. Ja, er hat folgenden Effekt und zwar einmal können wir eben ein Monster, das war explizit, du kannst nur einen kontrollieren, einmal pro Spielzug, Quick Effect, heißt das Ganze geht auch natürlich im gegnerischen Spielzug. Du kannst ein Fusionsmonster, das Gefallen von Albers als Material erwähnt, von deinem Extra-Deck auf den Friedhof legen, verbanne ein Monster vom Spielfeld. Diesen Effekt kannst du im nächsten Spielzug dann nicht mehr aktivieren. Ist übrigens sehr interessant, ist kein Once per Turn, sondern eben, ja, jeden zweiten Zug quasi. Sehr interessant. Natürlich, wenn ihr anfangt, beschwört ihr die Karte und dann, wenn der Gegner eben ein Monster beschwört, können wir eben das entsprechende banishen. Also sehr starker Effekt. Ein bisschen besser als so die Drachzag. Also eine gute Karte auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter. Auch neue Fusionskarte und vor allen Dingen die neue Fusionskarte. Denn ja, markierte gibt schon einige Karten zu, aber hier ist halt die Fusion drin in Super Rare. Finde ich sehr, sehr nice übrigens. Und die Karte hat es auch ebenfalls in sich, denn beschwöre ein Fusionsmonster, das Gefallen von Albas als Material erwähnt. Ihr seht, das wiederholt sich, ist halt ein Fusionsthema und braucht halt immer ein bestimmtes Fusionsmonster. Als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dafür 2 Monster von deiner Hand, deinem Deck oder deiner Spielfeldseite als Fusionsmaterial. Ihr merkt hier also, aus dem Deck fusionieren sehr, sehr, sehr stark. Also super Karte, neues Fusionsmonster, super neue Fusionskarte, also sehr, 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 sehr gut. Und hier sehen wir auch Gefallener von Albers. Das ist eben die Karte, die ihr eben dementsprechend immer braucht, ne, für die Fusions. Aber ihr könnt ihn ja aus dem Deck fusionieren, also ihr braucht ihn nicht mal ziehen oder so. Sehr, sehr praktisch. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Reprints. Wir haben jetzt die neuen Karten gesehen. Und jetzt kommen nur noch Karten, die halt bereits schon rausgekommen sind, aber die hier nochmal neu gedruckt werden sind. Und wie gesagt, ihr kriegt garantiert alle Karten, die hier drin sind, was halt sehr nice ist. Wir fangen an mit einem sehr guten Reprint, und zwar Dogmatica. Ja, Dogmatica ist ein super gutes Thema. Hier als Reprint drin, ist sehr nett. Also schon mal eine sehr gute brauchbare Karte. Und jetzt kommt das Lustige an der ganzen Sache. Und zwar, das Ganze ist ein Alba Structure Deck. Bedeutet, wir supporten hier das Fusionsthema und zusätzlich natürlich halt alles Passende dazu. Aber
Ironischerweise supportet man hiermit nicht nur eben das Albers-Thema, sondern auch noch Dragons, beziehungsweise das typische genannte Dragonlink-Deck, was eben in der Meta aktiv. Denn wir haben hier einmal Rotäuge, ist für Dragonlink. Kaiju ist auch immer sehr, 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 sehr nett. Also Kaiju auch eine super gute Karte. Dann Chaos Levia spielt man auch in Dragonlink. Noch ein Kaiju, sehr, sehr gut. Sense, glaube ich, brauche ich nicht drüber reden, ist eine absolut starke Karte. Dann haben wir die kleinen Chaos-Drachen, ebenfalls gut für Dragonlink. Und, Alter, was für ein Reprint. Eine super coole Karte, super spielstarke Karte und braucht man auf jeden Fall auch für Dragonlink. Und ihr seht schon, wir haben hier einfach einen halben Core für Dragonlink. Sehr, sehr nice. Hüter, hier auch als Reprint. Reinhardt, Beschwörungsmönch, ist natürlich ein bisschen aus der Zeit, aber warum nicht? Und jetzt kommen wir zu Handtraps. Handtraps, sehr, sehr gut, sehr, sehr nice. Und wir haben hier Ghost Ogre und Effektverschleier. Und man muss sagen, Ghost Ogre, eine Handtrap, die immer mehr Play sieht. Allein auch einfach durch die Adventure Token Engine. Also sehr, sehr gute Karte an sich. Und Effektverschleierin, ebenfalls eine super starke Karte. Einfach auch eben, um mit Celine eben die X's Code Combo zu machen. Sprich, zum Beispiel für Sky Striker eine Muss-Handtrap. Nicht mal, weil sie halt einfach so stark ist, sondern einfach, weil sie im Hexer ist und super stark ist und an sich natürlich negaten. Ich meine, ja, ist natürlich auch ebenfalls sehr, sehr stark. Und dann natürlich noch Brotor, der ebenfalls eben für Dragonlink ist. Also wir sehen, wir haben hier halben Dragonlink-Core. Ja, weiter geht's mit markierten Karten. Wie gesagt, das sind jetzt keine neuen markierten Karten, sondern die sind bereits bekannt. Fusionstor, sehr alte, bekannte Karte. Fusionsrecycling. Ich finde interessant, dass hier zwei Field Spells drin sind. Ist nicht so oft drin. Fusionsersatz, ach ja, Norden hat sich gefreut. Goldener Sarkophag, auch nochmal eine super gute Karte. Und jetzt geht's ja weiter, und zwar Topf der Extravaganz. Super spielstarke Karte, kriegt ihr garantiert hier drin. Sehr, sehr nice. Und weiter geht's. Called by the Grave. Dark Ruler. Ich meine, was ist das? Ist einfach ultra, ultra strong. Super gut. Weiter geht's hier jetzt. Wie gesagt, das sind alles jetzt so Karten, die jetzt bekannt sind. One, auch noch Dimensions, kann man den ein oder anderen Side-Deck auf jeden Fall spielen. Drachen erwecken, ultimative Falken, wir wissen es alle, auch super gute Karte. Und jetzt kommen hier nochmal gute Reprints von Fusion. Sehr gut, passt natürlich, ist natürlich für das Albers-Thema, deswegen natürlich super gut. Ebenfalls auch netter Reprint und sehr netter Reprint. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und wir haben Tokens, was sehr cool ist, also Spielmarken, und die sehen sehr, sehr hübsch aus. Seht, guckt euch das an. Es ist schon sehr, 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 sehr hübsch. Also wirklich, also wir gehen nochmal Stück für Stück durch. Aber das ist schon sehr, sehr hübsch. Wenn ihr euch das mal seht, es ist so schön. Also finde ich cool, dass sie das gemacht haben. Und ja, Leute, Duel Links und Battle of Cars. Oh, ich dachte, ich habe ein Master Duel drin. Aber ja, warum nicht? Ja, zusammenfassend kann man sagen, ihr kriegt hier einen Haufen guter Karten. Darunter Dragonlink Core, aber nicht nur den Dragonlink Core quasi, sondern wir kriegen erstmal zwei super gute Fusionsreprints, was super ist. Dann bekommen wir noch Drachen erwecken, Dimensionsbarriere, es kann nur einen geben, Dunkle Herrscher, Cold und Topf. Ey, das war eigentlich schon ultra. Dann Gold Sarkophag, Effektverschleierin, Ghost Ogre, Sense und zwei Kaijus und eben nochmal Dokumatica Engine. Und ich würde sagen, es ist ein ziemlich nächstes Structure Deck. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde auch sehr gut, dass man hier nicht nur den Schwerpunkt auf Albers gelegt hat, sondern auch wirklich sehr viele Drachen hier drin hat, aber auch allgemein sehr gute Zauberkarten hier drin hat, die halt einen Reprint bekommen haben. Also ein super Structure Deck, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie man am besten anfängt mit Yu-Gi-Oh! Und am besten ist es einfach wirklich mit Structure Decks anzufangen. Und gerade mit diesem Structure Deck, würde ich sagen, habt ihr einen sehr guten Einstieg. Sprich, am besten dreimal holen, denn viele Karten sind hier ja nur einmal drin, zum Beispiel Dark Ruler No More ist eine Karte, wenn man sie spielen sollte, sollte man sie schon dreimal spielen, sprich dreimal bräuchte man sie, einfach dreimal Structure Deck holen und fertig ist das Ganze, dann habt ihr das auch einfach. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Structure Deck. Und jetzt interessiert mich natürlich, was haltet ihr von diesem ganzen Set? Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr gut, aber lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.